Ja, wahrscheinlich nicht. Wir können es mal gerade rauskriegen über eine weitere Modifier-Box. Ich sage, was weiß ich, Minimum ein paar Nullen dran, Maximum ein paar Nullen dran. Und wir multiplizieren den Wert, der hier aus der Smoothbox kommt, mit 100. Ah, doch. Doch, es wird tatsächlich mitgegeben. Das ist gut. Angenommen, ich sage dann hier, 6000 Touren ist Schluss. Dann landen wir hierbei über 100. Minimal drüber. Smoothbox würde ich sagen, darf ruhig noch ein bisschen schneller sein. Man braucht den Wert auch nicht ganz so sehr glätten. Dann schreibe ich mir eine If-Abfrage. Aber was ist das denn? Haben wir echt keine If-Abfragen mehr übrig? Wir hatten doch so viele. Okay, gut. Eine weitere If-Abfrage. Wo ist sie denn? If-Logic-Box, da haben wir sie. Und die kommt jetzt... 1, 2, 3, 4. So. Haben wir erstmal wieder ein paar. Langsam brauche ich schon immer länger, um das Fenster hier zu öffnen. Bald ist mal wieder da, wo ich bei meinem anderen Wagen war. 3 Stück von denen auf Reserve. Und eine brauche ich jetzt. Richte ich das hier mal als Block zusammen. Und sage, wenn dieser Wert größer ist als 100, hatten wir gesagt. Hier war unsere Value Box. Ein weiterer Wert dazu. Dieser weitere Wert ist 100. So. Und jetzt müsste ich hier eigentlich das Gaspedal nochmal durchjagen. Mal wieder. Wo kommt das im Moment her? Das Gas kommt im Moment von hier. Das bräuchte ich jetzt hier. Also das Gas soll weitergegeben werden, wenn unser Wert kleiner ist als 100. Und unser Wert hängt der tatsächlichen Drehzahl durch die Smoothbox ein bisschen hinterher. Das heißt, er kann ein bisschen drüber und ein bisschen drunter sein. Bin ich ja mal gespannt. So. Das würde bedeuten, dass dieser Output jetzt hier direkt aufs Gas gehen muss. So. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe das so noch nicht ausprobiert. Man hat der Chat hier unten mal langsam Ruhe gegeben. Keine Ahnung, wo das alles herkam. So. Aktivieren. Losfahren. Hört ihr es? Ist ein bisschen leise, zugegeben. Sekunde mal kurz. Lautstärke-Mixer. Homebrew einfach mal hochdrehen. So. Da kommen wir aus. Bleib hier. So. Hört ihr es? Ist mir fast noch ein bisschen zu glatt. Aber man hört ihn so ein bisschen hin und her pingen. Okay, wenn ich das Gas wegnehme und wieder drauf gehe, dann ist es deutlicher. Vielleicht, wenn man die Smoothbox noch ein bisschen weicher stellt.
Das ist dann noch leichter, über die geht's halt drüber schießt und lange wieder zurück muss. Wisst ihr, wie ich meine? Ist noch nicht so ganz da, wo ich es gerne hätte, aber man hört's. Man hört, dass es da ist. Das war schon mal ganz cool eigentlich. Die Konrad lässt die Wagen sogar ganz gut einfangen, wenn man aufgeschaukelt hat. Hätte ich im größeren Gang bleiben sollen. Anzeige, in welchem Gang wir sind, brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Erreichen wir. Das ist schon mal schön. Wir haben ja gesehen, es sind die realistischen 200, ne? 210. Okay, bei 210 können wir keinen Gang mehr nachlegen. Das war's. Oh weh, oh weh. Keine Ahnung, in welchem Gang ich bin. Das müsste jetzt rückwärts sein. Also einmal vor, dann sind wir im ersten Gang. Handbremse. Und Gas geben. So, und hier sieht man, wie er nicht Gas geben darf, weil er sonst durchdrehen würde. Also im Prinzip würde ich sagen, es funktioniert. Man könnte höchstens noch die Toleranz fürs System ein bisschen vergrößern. Wenn er wirklich... Wenn er Schritttempo fährt, dann darf er minimal durchdrehen. Und so wie es jetzt ist, versucht das ja kaum noch, ne? Ich würde sagen, von Null aus da, wo ich mit ein bisschen mehr Schmack ist. Das probieren wir auf jeden Fall noch. Ganganzeige brauchen wir noch, genau. Den schönen Wählhebel hier im Auto, den ich eigentlich auch noch ganz gerne davon habe. Gut, wenn ich zu hart einlenke, wenn ich ihn total, untersteuern lasse, dann hilft das ABS natürlich auch nicht mehr viel, ist ja klar. Jedoch, an sich bin ich schon ziemlich zufrieden damit. Jetzt prüfe ich noch gerade eine Sache. Ich habe ja vorhin erzählt, dass der Motor automatisch auskuppelt, wenn man vom Gas geht in der Standardeinstellung. Das galt allerdings vor ein paar Versionen, als ich die letzten Aufnahmen gemacht habe. Ich prüfe das gerade nochmal. Wenn ich jetzt also einfach nur das Gas loslasse. Ja, da fällt die Motorwelle jetzt mal komplett runter. Das meine ich nämlich. Das würde ich gerne noch verhindern. Sobald ich jetzt hier wieder Gas gebe, kuppelt er nämlich wieder ein. Das möchte ich noch verhindern. Genau, das und mehr Toleranz für die Traktionskontrolle. Da haben wir doch schon mal zwei schöne Themen. Letztes Projekt wieder. So, ich schreibe mir das mal gerade auf. ECS, Traktionskontrolle. Und, Kupplung. So. Gut, da haben wir wieder zwei Themen.
Zum einen sage ich bei der Kupplung einfach mal. Hier eine If-Logic brauche ich dafür. Beziehungsweise eigentlich zwei. Zumindest wenn ich das so mache, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Ob das Sinn ergibt, dürft ihr gerne gleich selber mitentscheiden. Und eine Smoothbox wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Dann würde ich mit Hilfe dieser Lücke einmal kurz gucken. So, einmal die Abfrage wird gerade Gas gegeben. Und einmal die Abfrage, ist die, was man von der Geschwindigkeit abhängig. Die Geschwindigkeit, die haben wir uns, glaube ich, hier in dieser Reihe geholt, ne? Genau. Nee. Doch, hier die drei Combine-Boxen, die waren das. Vorderachse, Hinterachse, Gesamtheit. Sage ich also, wenn die Gesamtheit, und zwar in ihrem absoluten Wert, kleiner ist als eine bestimmte Drehzahl, und ich kein Gas gebe, dann soll sich die Kupplung öffnen und ansonsten soll sie schließen. Und es geht dann hier durch eine Smoothbox durch. Genau, Valuebox hatten wir hier irgendwo in der Nähe noch, meine ich. Gut, in der Nähe, ganz da hinten ist eine. Na gut, dann hole ich mir von da aus jetzt mal gerade hier den Einserwert. Also wenn Gas geben, nee Quatsch, Gas geben kann ich ja auch weniger. Ich hole mir gerade noch eine neue Wertebox hierher. Value, Value, Value hier. Irgendwann wird es Zeit für eine Erweiterung hier, ne? Warte mal. Adjustable Pipe. Die kommt jetzt. Wo habe ich denn die andere festgemacht? Irgendwo dahinter, ne? Und die neue halt. Da drauf? Geht das? Oh, nee, so war es nicht gedacht. Da nehmen wir sie mal gerade wieder ab. Also, weil hier der Tank dran hängt, geht das nicht. Und hier sitzt der Sitz direkt drüber. Dann baue ich halt mal gerade hier vorne dran. Das ist, glaube ich, diese hier sein, die ich jetzt hier neu gesetzt habe. Genau. Und auf dem Wege. Da kommt schon ein Pfeil. So. Wenn wir uns das nämlich auch so zurechtpfuschen, wie wir es gerne hätten. So, dann fange ich hier jetzt nämlich die gleiche Größe nochmal an, kann den dann später ineinander schieben. Dann haben wir nicht so viele Platzprobleme. So, was war es jetzt nochmal? Das war eine Value Box, genau. Und laufen jetzt einfach mal zwei hier drauf. Sind ja auch nicht ganz so sehr überall über die ganze Schaltung hier verteilt. So, eine von denen kommt hier zu den freien Bauteilen. Und eine von denen brauche ich hier. Ich mach das anders. Sobald mein Gaswert
größer 0. Machen wir es so. So, der zweite Wert, der hier ausgegeben wird, sei eine 1. Wenn Gas größer 0, dann wird hier eine 1 ausgegeben. Und wenn Drehzahl jetzt sich Umdrehungen wären das hier jetzt. Also kombiniert, das heißt, da vorne am Rad sind wahrscheinlich 80. 20 Umdrehungen. Probier's mal damit. Also dann 20. So, und das wiederum bedeutet, wenn der Wert kleiner als... Das muss ich eigentlich genau andersrum machen. Ich muss den Wert hier reinschicken. Also wenn Gas größer... Quatsch. Das habe ich gerade mal wieder geschafft, mich selbst zu verwirren. Also ich möchte zuerst prüfen... ob die Drehzahl passt. Ist ja nicht allzu viel los hier im Chat. Ja, das stimmt. Na gut, ich denke mal, wer hier gerade ist, der hört mir so mit einem Ohr zu. Hm? Lass den Kerl da mal labern, am Ende kommt vielleicht was bei rum. Wie wäre es mit einem Sechsachser? Drei Achsen vorn, drei Achsen hinten. Die mittleren fest. Vorne zwei und hinten zwei lenken. Und nur die hinteren drei und die dritte von vorne treiben an. Also prinzipiell ist das machbar. Würde sich mir halt die Frage stellen, warum will ich das machen wollen? Ich meine, gut, ich könnte zentral die beiden mittleren Achsen antreiben, das ist relativ einfach. Dann die Welle nach hinten legen. Wenn sie hinten schon mal ist, kann ich direkt beide hintere Räder antreiben und die vorderen halt nicht. Könnte man bestimmt machen. Woher weißt du das? Ist mit dem mit einem Ohr zuhören oder was? Och, das war einfach so ein Gefühl. So, also von der Überlegung her. Wenn ich Gas gebe, soll die Kupplung auf 0 schwingen. Also wenn A größer B, soll die Kupplung auf 0 springen und wenn A kleiner B, soll die Kupplung, nee, gleich, dann soll die Kupplung offen sein. Jetzt ist die Kupplung offen, wenn ich Gas gebe, ist sie zu. Aber wenn ich über einer bestimmten Drehzahl bin, dann bleibt die Kupplung auf 0. Also so wie es jetzt ist, will ich den Wert durchgeben oder nicht durchgeben. Jetzt gerade dreht sich das Rad, das heißt, ich möchte 0 ausgeben. Also B größer A, dann möchte ich... Das ist genau falsch. So, wenn der ganze Spaß steht, da war auskuppeln und beim Fahren, da war es nicht. So, das kommt jetzt noch hier in die Box rein. Dann sage ich hier beim Motor, dass ich eine manuelle Kupplung nutzen möchte und die manuelle Kupplung, die kommt von hier. Eine automatisierte manuelle Kupplung. Jetzt gerade wird der Wert 0 weitergegeben, das heißt die Kupplung ist nicht gedrückt.
und die Geschwindigkeit wird übertragen. Wenn der Wagen steht, dann kommt hier eine 1, das heißt die Kupplung ist gedrückt und der Motor kann seine Leerlaufdrehzahl annehmen. Das ist doch eigentlich super. Mache ich die Smoothbox vielleicht noch ein bisschen langsamer, dass die Kupplung nicht ganz so reinprügelt. Das könnte ganz gut funktionieren. So, und dann haben wir noch die Traktionskontrolle. Die soll bei geringen Geschwindigkeiten ein bisschen mehr Toleranz zulassen. Wie mache ich das? Indem ich gucke, wo meine Traktionskontrolle überhaupt war. Die war, das hier ist das ABS. Genau, ja. Und die Traktionskontrolle, die war dieser Wert hier. Ja, bestimmt, wie viel Gas ich geben kann. Jetzt gerade 0,5, weil die hintere Achse sich nicht mitdreht. Also darf ich vorne nicht Vollgas geben. Und diese 0,5, die da rauskommt, die würde ich gerne ein bisschen vergrößern. Ich nehme mal gerade eine Combine und eine Modify Box. Obwohl, die Modify Box kennt auch Maximum und Minimum. Da brauche ich die Combine, glaube ich, gar nicht. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. So, das hier sind die generellen Drehzahlen, um die es geht. Kurz überlegen. Wie sieht das eigentlich aus in dem Spiel, so Sachen wie einen Kran auf einem Auto zu bauen? Es gibt Servomotoren und so ein Zeug. Ich möchte diesem Auto hier auch ganz gerne noch Türen und so ein Zeug geben. Das ist durchaus möglich. Man könnte dann auch sagen, okay, solange die Taste gedrückt wird, fährt der Kran dahin, fährt der Kran dahin. Und wenn ich Reset drücke, dann setzen sich alle Werte zurück und der fährt auf eine andere Ausgangsposition. Das wäre sogar relativ einfach möglich, würde ich behaupten. Das einzige Problem ist, ich glaube, man könnte damit nicht mit der Umgebung interagieren. Ich glaube, das geht nicht. Abgesehen davon wäre es machbar und auch durchaus mal interessant, das zugegeben. Gut, okay, das ist meine Drehzahl. Je weiter ich die Gänge durchschalte, desto höher reicht die natürlich. Und wir wissen ja, das ist nur die Hälfte. Nee, stimmt nicht, das ist die Vorderachse. Okay, wenn das nur die Vorderachse ist, dann müsste ich mir eigentlich direkt diesen Wert hier nehmen. Jetzt muss ich gerade wirklich überlegen, was ich damit eigentlich vorhabe. Ich möchte mit in die Modify-Box gehen. Und ich möchte den Wert verrechnen gegen den Wert, bis zu dem ich eine erhöhte Toleranz ganz gerne haben möchte. Das sieht eigentlich ganz sinnvoll aus. Ein bisschen mehr vielleicht noch, wären wir bei 200 Touren. 200 Touren sind schon eine Menge. In welchem Gang sind wir eigentlich gerade? Im großen. Im ersten Gang kommen wir bis 300 Touren. Das sind 48 km/h. Dann würde ich sagen, ganz so hohe Werte vielleicht eher nicht. Dann verrechne ich das Ganze mal mit sieht eigentlich ganz sinnvoll aus. Okay, dann nehmen wir mal 150. Natürlich müssen hier die Werte wieder darauf abgestimmt werden, dass sie auch alles darstellen können, was man darstellen will. Jetzt haben wir unterhalb dieser Geschwindigkeit den Wert kleiner 1. Bei 150 haben wir den Wert 1. Und oberhalb haben wir einen Wert größer 1. Das heißt, wir haben schon mal eine Erkennung, ob der Grenzwert überschritten ist. Das ist schon mal ein Schritt.
Ein Mobilkran wäre geil. Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, das einzige Problem, was ich sehe, ist, ich glaube, man kann damit mit der Welt nicht wirklich interagieren. Abgesehen davon. Gut, man könnte an die Enden ganz, ganz kleine, kaum sichtbare Räder bauen, weil die Räder definitiv eine Kollisionsabfragung im Boden haben. Und, weil viele der Gestänge und so weiter, ich glaube, vieles hat gar keine Kollisionsabfrage. Und könnte dann sagen, okay, damit kann man sich auf jeden Fall vom Boden abstützen. Und sich stützen und vielleicht sogar wieder aufrichten, wie in Spinters zum Beispiel. Das wäre eine Option. Hat das Spiel einen Multiplayer? Prinzipiell ja, den habe ich aber bisher noch nicht ausprobiert. Okay, also ich weiß jetzt, ob... ich schneller fahre als der Grenzwert oder nicht. Was bringt mir das? Wie mache ich damit jetzt weiter? Ich würde sagen, einen Wert oberhalb von 1 brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich will nicht gerade, ob ich den Wert direkt verrechnen kann, aber ich glaube eher nicht. Doch. Doch, ich könnte sagen, das hier reicht von 0 bis 1. Das langt ja in dem Moment. Oder sagen wir mal von 0.1 bis 1 sicherheitshalber. Und das lege ich jetzt hier in die Combine-Box und möchte es multiplizieren. Erstmal den Wert hier erhöhen, damit ich das nicht vergesse. Möchte das multiplizieren mit dem, was... ich muss mir gerade überlegen. Eigentlich mit dem, was hier rauskommt. Dann hier rein. Auf die Weise müsste nämlich dann in der Combine-Box noch kein sehr großer Wert ist, hier der Zähler sinken, damit der Output sinken. Das ist genau falsch rum gedacht. Scheiße. Ach, doof. Doof, das ist genau falsch rum. Okay, dann trenne ich das jetzt nochmal gerade. Aber das hier zurück, so wie es war. So. Okay, jetzt habe ich immer noch diesen Wert hier zwischen 0 und 1. Angenommen, ich multipliziere ihn parallel mit minus 1. Geht das? Ne, das geht nicht. Weil ich ihn bereits dividiere. Wenn ich ihn durch minus 1 dividiere. Dividiere ich den positiven Wert durch den negativen Wert, aber es können hier keine negativen Werte rauskommen. Nee. Hier ist totaler Schluss, was ich hier mache. Ich muss da noch einen Zwischenschritt gehen. Ich wollte mir sparen, aber ich brauchte noch einen Zwischenschritt. Also dann muss ich jetzt von diesem Wert hier das Vorzeichen ändern. Dazu brauche ich eine Combine-Box und eine Value-Box. Aber da hinten eine übrig, aber hier ist eine direkt um die Ecke, da nutze ich die jetzt erstmal nochmal. So. Minus 1, einmal Vorzeichen umkehren. So. Hier multipliziert sich jetzt der Wert, den ich hier rausbekomme.
Und den müsste ich jetzt in einer weiteren Combine-Box, weil jede Combine-Box immer nur eine Rechenoperation kann. Ich habe keine Combine-Boxen mehr. Das gibt's doch nicht. Oh, ein Verbrauch hier, wa? So, Combine-Box. Zack. Eins, zwei, drei. Wenn man eins in diesem Spiel oft braucht, dann sind es eins, zwei, drei Combine-Boxen. So. Sechs Stück. Oh, drei, vier, fünf, sechs. Die kommen jetzt alle hier unten auf Reserve. Beziehungsweise eine von denen brauche ich jetzt hier. Dann werde ich den negativ gefassten Wert hier mit 1 zu addieren. Und das bringt mir jetzt, dass ich, so wie es jetzt ist, Vollgas geben kann. Und jetzt eben nicht mehr. Okay, Combine Box, da haben wir jetzt wieder ein paar. Kommt hierher. Ich schnappe mir einmal diesen Wert und einmal diesen Wert. Und das hier, ihn glaube ich gar nicht mehr direkt. Da verschwindet der andere Output auch, da kann ich nachverfolgen, wo der landet, nämlich dort. Das heißt, hier muss jetzt stattdessen das hier drauf. Das bedeutet, ich kann jetzt Vollgas geben. Und erst ab einer bestimmten Drehzahl wird dieser Bonus dann negiert. Und welche Drehzahl das ist, das können wir in dieser Modifier-Box einstellen. Im Moment 150 Rad Drehzahl. Was haben wir? Stream geht gerade nicht. Oh. Beim Handy. Mir läuft das soweit okay. Socke nebenbei. Momentan läuft super.